Guten Morgen. Sie sind aber früh hier. Es ist erst 2 Uhr morgens. Die Schule öffnet aber erst um 7:30 die Türen. Ach, Sie wollten mich vor dem Unterricht treffen, um dem Trubel der Schüler zu entkommen. Nun gut, dann möchte ich mich mal vorstellen. Ich heiße Teichi Sakamoto und ich bin ein Gespenst. Sie brauchen aber keine Angst vor mir haben. Ich bin ein freundliches Gespenst und verfluche niemals jemanden. Der Schuldirektor Kimura Sensei hat mich als Schulgespenst angestellt, weil ich früher selber mal Schüler an dieser Schule war. In diesem Klassenzimmer hier bin ich damals verstorben. Ich war Handwerker und sollte einige kleine Reparaturen machen, aber ein Hirnschlag hat mir das Leben gekostet. Weil ich zum Zeitpunkt meines Todes aber erst 23 Jahre alt war und mit großer Leidenschaft an meinem Handwerksberuf hing, kam ich als Gespenst in diese Welt zurück. Das ist aber nicht schlimm. Ich bin mit meinem Dasein als Gespenst ganz zufrieden und da ich nicht ortsgebunden bin, könnte ich jederzeit irgendwo anders spuken. Die Schülerinnen und Schüler dieser gemeinsamen Mittel- und Oberschule zollen mir Respekt und haben mich lieb. Sie alle begrüßen mich jeden Morgen am Eingang und freuen sich, wenn ich da bin. Ich spuke immer zu 2 Tageszeiten. Das erste Mal sehr früh morgens, von 2 Uhr bis 3:30 und dann das zweite Mal von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, also im Grunde genommen während der gesamten Unterrichtszeit und solange jemand von den Schulclubs anwesend ist. Ich beschütze alle Schüler und Lehrer. Jeder, der ihnen Böses antun will, bekommt es mit mir zu tun, wird erschreckt und verscheucht. Es kamen auch schon mehrere Priester und Exorzisten hierher in die Schule, die mich gewaltsam austreiben wollten, um sich damit zu brüsten. Aber sie haben die Rechnung ohne die Schüler gemacht, denn die haben sie verprügelt und anschließend rausgeworfen. Seither traut sich kein Exorzist und kein Priester mehr zu uns. Ich hatte zu Lebzeiten leider nie eine feste Freundin oder eine romantische Beziehung zu einem Mädchen. Aber es gibt da eine ganz bestimmte Schülerin in der Klasse 10a, die wohl Gefühle für mich hat, obwohl ich ein Gespenst bin. Mal sehen, wie sich diese Liaison noch so entwickelt. Ich hoffe, dass ich jetzt all Ihre Fragen beantwortet habe. Wenn Sie möchten, nehme ich Sie jetzt gerne noch mit auf meinen nächtlichen Inspektionsrundgang durch die Schule.